Yeah! Was ist der Unterschied zwischen dem traditionellen Ansatz und dem modernen Ansatz? Hallo und herzlich willkommen hier bei den Saxophon-Praxistipps. Hier behandle ich ja die Fragen meiner Sax-Master-Schüler. Sax-Master ist meine Online-Saxophon-Schule. Aber das ist so eine Frage, die höre ich auch immer wieder und immer wieder bei meinen Workshops. Ja? Und wenn man vom traditionellen und vom modernen Ansatz spricht, da geht es meistens und in erster Linie um die Unterlippe. Ja? Beim traditionellen Ansatz hat man die Unterlippe leicht über den Zähnen, ja, und drückt dann mit der Unterlippe und dem Kiefer von unten gegen das Blatt. Ich würde mal vermuten, dass das von der Klarinettenspielweise herkommt, aber ich bin zu wenig Klarinettist, um das wirklich jetzt zu bestätigen oder 100% behaupten zu können. Beim modernen Ansatz geht die Unterlippe nicht über die Zähne, sondern sie bleibt, wie sie ist, oder im Gegenteil, sie geht so ein bisschen so nach außen, ja, oder eher so, ja, bis nach außen. Und das führt dazu, dass der Ton ein bisschen obertonreicher klingt, ein bisschen heller, ja, bis vielleicht auch ein bisschen schärfer. Es verändert sich also dadurch der Ton und auch ein bisschen die Tonkontrolle. Ja. Die Tonkontrolle wird ein bisschen schwieriger, wenn du die Lippe nach außen machst. Ja. Und da würde ich einfach empfehlen, das auch mal selber auszuprobieren. Ich kann dir das hier jetzt schlecht vorspielen, weil ich ja ganz einfach nur mit diesem Tablet aufnehmen, da würde man die Unterschiede wahrscheinlich gar nicht so genau hören. Probier es einfach mal selber aus, ja. Spiel mal eine Passage, wegen mir eine Tonleiter oder eine Melodie mit dem traditionellen Ansatz, also die Unterlippe leicht über die Zähne, oder mit dem modernen Ansatz die Unterlippe ein bisschen nach außen. Ja, ich zeige es nochmal. Ja, so. Und dann hörst du dir mal den Unterschied im Sound an und auch so das Spielgefühl, das du hast, womit du dich wohler fühlst und wobei du das Gefühl hast, wie du den Ton besser kontrollieren kannst. Ja, das muss man selber ausprobieren, für sich selber so die Art und Weise dann auch finden, wie man da spielen will. Yeah! Dann wünsche ich dir viel Spaß und viel Freude beim Ausprobieren. Besuch mich mal hier bei den Saxmasters, meiner Online-Saxophon-Schule. Da haben wir Kurse für Einsteiger, Kurse für Fortgeschrittene, einen Improvisationskurs, jetzt ganz neu auch einen Real-Book-Kurs. Da lernen wir so die Jazz-Klassiker kennen, wie man darüber improvisiert. Und das Tolle ist, es gibt natürlich einen kostenlosen Testmonat, ganz unverbindlich, kannst dann ausprobieren, ob dir das Spaß macht. Nach 4 Wochen kannst du dich dann entscheiden, ob es dir Spaß macht, und dann kannst du dich richtig anmelden, dann wirst du ein Saxmaster-Schüler. Da freue ich mich drauf. Bis dann. Ciao.